Aber wer finanziert die Aktivitäten der Komitees? Als Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten sie jedes Jahr Fördermittel vom Außenministerium. Und was machen sie? Viele und verschiedene Projekte. So hat beispielsweise das Komitee erst in den letzten Monaten in Berlin einen Leitfaden für Jungunternehmer erstellt. In Basel wurde ein Dienst zur Unterstützung älterer Menschen geschaffen. Covid-19 Notfallhilfe für ältere Menschen. Während das Komitee in Paris einen Text zur Förderung des Rückkehrtourismus ausgearbeitet hat. Leitfaden für die italienischen Wurzeln. Eine Reise über die Spuren deiner Vorfahren. Und in Brüssel bereitet das Komitee sogar ein Cartoon über das Leben der Italiener in Belgien. Und dies wird vom Außenministerium finanziert? Ja, wenn sie um Unterstützung für Studium und Forschung, soziale und kulturelle Initiativen für Jugendliche, für Chancengleichheit, soziale und schulische Betreuung, Berufsbildung, Sport und Freizeit bieten. Aber auch Privatpersonen können sie finanzieren oder sie können Beiträge von anderen italienischen und ausländischen öffentlichen Einrichtungen erhalten. Das Komitee tut alles, was möglich ist, um die Gemeinschaft zu stärken.